Körper, Kraft und Geist müssen in Harmonie geraten, um sein Ziel zu finden. Ob das beim Bogensport ist oder wenn man in der EU reformen will. Man muss seine innere Mitte finden, um daraus äußere Kraft zu entwickeln. Mit dem Motorrad war ich in vielen Ländern unterwegs. Dabei habe ich auch die Vielfalt auf unserem Kontinent zu schätzen gelernt. Für diese Vielfalt und auch das Gefühl der Freiheit werde ich in Brüssel kämpfen. Für mich kommt zuerst Österreich, dann Europa, ganz zum Schluss die EU, und die gehört dringend reformiert.